Nu hier wie in het gesicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan. Woher ich sandte Senden, vertilgt. So heute die nächste Geschichte. Und wir nehmen den Text von 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ein Vorder der Schrift. Vor vielen Jahren wir ich in Nofalja von Fremde Jetta. Ich lebt die Welt mit all der Ungerechtigkeit, was du ist. Ich fehlt selbstgerecht, ich brauch keinen Heiland. Ich dacht, ich hau meine eigene Religion, was besser wie aus der Bibel. Ich kann dem Gott im Himmel nicht, und ich dein dem auch nicht. Dort beten, dort hat ich lang verjeten. An den Gottesdienstversammlungen, dort hat ich längst hingeloten. Ich lebe ganz für die Welt und ihre Falschheit. Und wir dort ich ganz am Diesteren gekommen. Aber ich wir vorder über einen sehr leichtholigen Jung. Ich fehl durch meine Pflicht und Schuldigkeit, dem Gott abzutragen. Meine frühen ich wir in diesem Billy sehr gut. Wir wollen all het Beste für dem Jungen in diesem Leben. Aber dort wirkt so wie das wir dachten, bloß für dit Leben. Wir wären auch sehr erfreut, als der kleine Jung anfängt zu gehen, wo schein uns dort leid, wann he so stolprig dann wiederkam, wo he taunahm und liert bald fein gehen, dann hört wir auch, wo he anfängt zu reden. Oh, dat je van z'n vrijheid. Aber dan als hij een paar jaar älter weer dat hij met de vrijheid aanvangt, dan weer dat een andere zaak. Dat wundert mij manigmal, wou die kleine jong over zo'n ernstliche vrijheid stalen deed wat zo dringend waren. Nou zo'n zaken als van dem himmlischen Vader en van so'n Land, wo wir noch einmal würden hinkommen, wo da kein Sterben wird sein, ein frohes Land, wo keine Krankheit wäre, kein Weidaunen, dort hat unsere Kirche am verteilt, und nun frühe ich immer, und dort mögt diesem irdischen Vater über so'n schwere Gedanken, die wisst fast keine Antwort. Den letzten Wort musst ihr die Vorder, das letzte Wort musst ihr die Vorder doch haben, denn er konnte dort lang nicht einmal durchhören reden. Die Frauen, die wagten an mein Hort, die alle kleine Gebete, was meine Mama mir hat, als Kind gelehrt, wo ich doch die Hand, die hat ich ganz überstanden. Dort gauf mir nun manchmal Anruhe im Hort. Doch er ging nicht nur Kirch, hat nichts mit der Bibel zu tun, los dich nicht einmal. Was soll ich nun diesem nischigen Jung lehren? Dem gekriegsichten Jesus? Oder die Welt lehren, was ich hat angenommen? Einerlei musste ich tun. Dann starf du mit einmal ein von unserem Billy seine beste Freund. Dort mögen sehr tiefe Eindruck auf dem Jung. Dann starf noch ein Nobaschkind. Und bald darauf starf auch noch Billy sein Onkel. Dann wird er doch über sehr angestrengt in seine Gedanken. Dann frug er mich, Daddy, woran deit Gott dit? Oh, ich wünscht Gott deit dort über mich mehr. Mir hat er zu schlacht, wenn Menschen sterben. Wo ich auch noch matten sterben? Na jo, musste ich dann mal sagen, ich lebe jo. Na wann ja dann? Jo, dort weit ich nicht. Na wer weit dort? Na dort weit bloß Gott. Na wo kann ich dort utfingen? Oh, seht ich dann zu an, dort ist vielleicht besser, wenn du dort nicht weitst. Einen Abend, der Junge lag all im Bad, wobei wir wacker.
Ich und meine Frau saßen mir noch an der Stove. Und dann vertelt sie mir ans Billy, dass diesen Tag nicht gehorsam warst und ich soll noch gehen ein bisschen mit einem Ungerät holen durchfahren. Sie sieht mir, was ich getan habe, und ich gehe noch sein Bad und rede ihm davon an und sage, das gefällt mir nicht und das soll nicht mehr mal passieren. Ich dachte, nun wird das bereit. Ich gehe zurück in eine andere Stove, wie vertalen da. Mit einmal hier ich, dass die Billy die hielt aber sehr laut ab. Ich gehe hin und frage, was ist die? Oh, er sagt, ich will das aber nicht haben, ich will das aber nicht haben. Ich sage zu ihm, was wirst du nicht haben? Na, Daddy, sagt er, die Engel, die haben dort nu in Gott sein Buch angeschrieben, was ich von dir habe Anrecht getan. Und ich will das doch nicht haben. Oh, ich wünsch, dass jing doch über der Rüttel lasch und ich dort Buch. Dort mein Blut doch war der Kund witzen. Ich aus Vater musst nu dem Jung treisten. Wo kann ich dort? Der Jung, der hielt aber so bitterlich. Ich wie ein Mann, wat nicht glauben hat. Doch ich seht, da wen brauchst du nicht zu heilen. Dort kannst du sehr leicht in einer Minute da wachgelascht haben von dort Blut. Na, Daddy, aber wo kann ich dort? Oh, du darfst bloß auf die Knien fallen und Gott dem himmlischen Vater da nur fragen. Dort hei deine Sünden soll, der ich Jesum Christum waschwaschen und dann dat hei dort. Ich brucht nicht zweimal sein, Billy de sprung ab ut dem Bad. Aber dann schickte er mir und dann sagt er, Daddy, ich will dir an der Hand fotten und dann sollst du mir helfen. Ich glaub Gott wird doch eier hören, wenn du mit mir taub beten deit, dann ich weit keine Wied. Was kann des irdischer Vater nu daunen? Die wir sehr bedreckt, was soll die daunen? Aber des stolter Mann, der knallt sich an mit dem kleinen Jung. Der bürst seine Knien und sieht dem Jung fair, kragt, der wird, wo er beten soll. Und der Jung sieht, der wird aller noch, dass er am reinigen soll von seiner Sünden schuld. Er soll die Sünden tilgen. Als wir Gebet halten, dann lacht Billy sich weiter auf dem Bad dol. Aber dann frug er mich noch, Daddy, bist du nu auch sicher, dass die Sünden nu auch wachgewaschen sind? Na jo, soll das ungläubige Daddy nu noch weiter mehr von Gottes Wort reden, was er nicht glaubt? Aber er muss, da wir keine Ausnahme. Er stund da bei sich Bad und sagt, jo, Billy, da kannst du dich ganz sicher ansehen, dass die Bibel sagt uns, dass Gott dort wasch waschen wird. Na, mit was waschst du dort dann wasch? Mit Wasser? Na, nee, sagt er. Dort wird er mit dem Blut Christi. Na, wo weißt du dort? Na, dann musste ich an den Farsch sagen, was meine Mutter mir gelehrt hat. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Oh, der kleine Billy, der wir so froh. Der hat nu die Freiheit auf sein ganzes Gesicht zu sein. Er lädt sich weiter hin und dann sagt er, Daddy, sind deine Sünden auch waschgewaschen. Nu fängt der Feind an mein Hort an zu arbeiten. Die wollen mich nu nicht mehr loten, widerreden in dieser Sache. Nu wird er ein großer Kampf an dem Vater sein Hort. Dann ruft der Vater seine Frau und sagt, Frau, komm her, wie können so aus dit nicht wiedergehen? Wie können unsere Kinder nicht lehren, den christlichen Wach, weil wir dem nicht selbst im Glauben haben angenommen? Wie machen wir was mit Daunen, wie uns beide
fehlt wort. Dann schneid wie beid uns Hahn aus Eltern und rupten Gott an. Dorf er unserem Jung, so was unsere Eltern uns geliert hauen, dann fall all dort Stolte, wat ich all diese Joren in mir hau, dort fall war ich. Wie beten zu Gott ehrenstlich, dort he uns halpen wud, uns reinigen von unseren Sünden, und wie nahmen am an aus Herr und Heiland, von nu an soll he in unserem Hus, auch an unserem Hort Herr sein. Sie schloten ihr Gebet mit diese Wieder. Herr, wie leben, halt du uns in unserem Unglauben. Und der Herr erhielt, die Engel im Himmel freiden sich, dort diese Lied wir in Kinder Gottes geworden. Die Freude, die wir auch so groß in Arm, und an alle drei, und die junge Billy, die wir so jung und so unschuldig noch, die fall furz am Schlop, die schleip furz an. Die Eltern aber wissen sich nicht zu loten. Und kam dort lang für was dort dir bat Sündach. Sie hatten nie ein Verlangen, in die Kirche zu gehen, dass sie können zu anderen Menschen davon reden, was mit angeworden wir. Sie können dort hier nicht uithauen, dort für sich zu holen. Konntet nicht so geben, dass man unsere Tauhörcher vielleicht noch so eine sind, was diesen Schritt noch nicht haben gemerkt? Jesus sagt noch von dir, wer nun mich kennt, dem war ich nicht rückstehen. Weil wie, wenn wir zum Lebenseinkommen, uns nicht loten dort gesagt seinen, dort wir haben dort versehnt nur anzukommen, möchten jeder jieren dort tunen, was diese Eltern so anjieren deiden. Die Engel im Himmel freien sich, wenn ein Sünder Buße deit, weil wir alle dort mithalten an diese Broadcast, dort Bruder Friesen kann beständig wieder arbeiten, und dort fehle diese Geschichte von dem Evangelium noch wieder hören und kennen, diesen Schritt nehmen, wovon wir geredet haben.